Herzlich willkommen zurück zu einer zweiten Landwirtschaftssimulator. Weiterhin in meiner Wichtigkeit Labor. So. Erstmal die Innenansicht. Hänger lassen wir da stehen. So. Schneiden wir jetzt da hoch und ernten Feld 1. Schönen Auftrag machen. Eigentlich sollte das hier mit der Straße nämlich passen. Irgendwie, das ist das, was ich ja so extrem komisch finde, dass man bei dem Mähdrescher so runter guckt. Man guckt nicht voraus. Also, weiß ich, ist das denn echt auch so? Klar, der hat vorne dieses riesen Schneidewerk drin, aber ich finde, der ist zu sehr geneigt. Aber vielleicht fährt man damit auch nicht. Ja. Na gut, dass wir wissen, dass hier keine Fahrzeuge fahren. Jetzt nutzt man natürlich auch schon wieder diese Funktion. Ja, das sind keine Fahrzeuge, deswegen machen wir das, aber ja gut. Ist dann halt einfach so, ne? Wir haben nur einen halben Tank, ne? Naja, gut. Ist ein kleines Feld, ne? Hauen wir einfach mal durch, Leute. Ja, ist kein Dünger drauf, ist nichts drauf, wird für uns nichts Großartiges bei überbleiben, aber ist halt dann einfach so. Einfach ein bisschen ernten, ein paar Aufträge machen. Um was anderes geht es gar nicht. So, wir können aber jetzt hier mal Automatik machen. Haben wir ja noch nie gemacht, den Gehilfen angehabt. Einmal gucken. Okay, der macht das schon. So, abhauen. Wir nehmen natürlich... Ups, den, ja. Und nehmen uns einen Hänger und knallen dann schon mal hin zu Feld 1. Füße. Den Gehilfen habe ich natürlich jetzt nur genommen in der Zeit, wo wir ja, ihr wisst schon. In der Zeit, wo wir jetzt den Hänger holen, dann passt das nämlich schon. Mich juckt's.
So, ab geht die wilde Fahrt. Das können wir natürlich jetzt wieder schön selbst machen. Aber 20% ein Weg ist ja lächerlich, ne? Ich hätte eigentlich mit ein bisschen mehr gerechnet. Aber gut. Aber man sieht, so hat man einen kompletten Weg sich wirklich gespart. Aber es liegt halt einfach daran, kein Dünger drauf, gar nichts. Ja, wenn man das natürlich macht oder die Bauern die ganze Zeit nicht hilft, hat man natürlich auch viel weniger Ernte, was man runterholt, viel weniger Bonuszahlungen für uns, ne? Das ist ja das, was viele vergessen, die das spielen. Also ich sehe viele, die das überhaupt gar nicht machen. Die ernten zwar mal so ein bisschen, aber wenn die ganzen Bonuszahlungen nicht sind, dann hat man wirklich wenig Geld. Ich habe das jetzt gemacht, weil es einfach ein großes Feld ist. Und ja, ob ich jetzt zwei, drei kleine mache oder ein großes, das bleibt eigentlich das gleiche. Ich muss noch ein bisschen Zeit rumkriegen, bevor wir die Zeit schnell stellen. Oder schlafen gehen, besser gesagt. So. Und dann kann ich ja auch Aufträge machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ganz einfach. Außerdem mal wieder einen ganzen Tag Wirtschaft. Wie heißt es? Wirtschaftlich zu arbeiten wäre ja auch mal wieder sinnvoll, ne? Also, muss man jetzt ja auch mal sagen. Statt immer nur mein Kram zu machen. Wirklich den Tag mal wieder ausnutzen. So, das haben wir auch. Müsste passen. 20% waren drinne, wo wir hochgefahren sind. 26 sind draufgekommen. Ah, passt. Locker. Ist halt nur extrem gut, einmal im Kreis zu fahren, ne? Da hat man den Schnitt hier im Grünen weg. Anders und umdrehen. Perfekt. Passt schon. Wenn ich 70, naja, kriege ich nicht ganz hin, aber man könnte, wenn ich so weitermache, zweimal rumfahren. War nicht schlecht, ne? Das ist schon cool. Ich finde auch, wenn man überlegt, dass ich eins der größten Felder jetzt hier drauf rumhantiere, da reicht auch dieser Mähdrescher. Da kann ich mich wirklich erstmal auf andere... man gerade hier so... Pedale wieder aus Mexiko geholt. Jetzt kann ich weitermachen. Da kann das wirklich ganz gut werden alles, ne? Zack.
Aber ich muss euch ganz ehrlich gestehen, wie ungewohnt es einfach ist, von außen zu fahren, ne? Also beim Düngen, ja, da habe ich mich ja die ganze Zeit dran gewöhnt gehabt, aber wirklich so zu fahren die ganze Zeit ist schon ungewohnt. Weil du dich einfach viel mehr konzentrierst, wenn du von innen fährst und das auch viel mehr wahrnimmst, alles hier. Also ich finde es schon viel besser. So, dann machen wir uns gleich leer, wenn wir unten sind. Das sollte dann ganz kurz klappen. Wie weit muss ich denn rüber? Ja, eigentlich gar nicht. Wir machen bleiben einfach mal so. Machen mal so. Ja, siehst du, das bisschen da, das nehmen wir uns jetzt gerade noch mit. Perfekt. Ist auch geil, wie exakt du einfach Gas geben kannst. Nein, hat doch gar keiner gesagt. Hallo. Danke. Wenn man sich jetzt hier umguckt, gerade hier die richtige. Da drüben sind wir ja schon. Also, ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so viel ist das Feld gar nicht. Das ist easy. Und nach der Folge gehe ich mal gerade vor die Tür und vergewaltige meine E-Zigarette. Dü. Nein. Ist schon cool. Es könnte mehr sein wie ein Hänger. Ich glaube echt. Mal abwarten. So, ich sage damit dann auch schon wieder vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.